Servus und willkommen zu Forts im 1 gegen 1. Wir sind hier auf einer Map, die entstanden ist, als es noch keine Buzzsaws gab. Die wunderschöne Map Tundra, weil ihr seht, wir haben hier einen langen Holzturm. Und da drüben ist auch einer. Von daher, die Buzzsaw lacht, würde ich sagen. Aber wir können dem Ganzen ja entgegenwirken, indem wir jetzt schon mal Sandsäcke holen. Wir sind heute von der APM noch eingeschränkter als sonst. Ich komme gerade aus dem Training und ich habe es geschafft, mir so dermaßen den linken Arm kaputt zu machen, dass ich kaum irgendwas anpacken kann. Das ist gerade echt übel. Aber ein echtes Gürteltier kennt keinen Schmerz. Von daher machen wir einfach munter weiter. Es tut echt weh. Aber wir haben uns den Mist selbst eingebrockt, von daher müssen wir dann auch damit leben. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was an Gegengewicht gebastelt. Also hier vorne unseren Schutz für die Buzzsaw. Gehen jetzt hier auf Gegengewicht und unser Gegner ist... Moment. Q1E2. Keine Ahnung, wer das ist. Hat aber gemeint, er hat Bock. Von daher wollen wir das Ganze doch mal testen, wie es aussieht. Kann ja sein, dass er uns hier nicht nur zum Schwitzen bringt, sondern auch in die Knie zwingt. Alles ist möglich, zumal die Community nach und nach hier immer besser und besser wird. Das ist echt unglaublich, weil wenn ich mir angucke, wie stark die Leute jetzt mittlerweile spielen und trotzdem noch zu den Anfängern zählen, die wären zu der Zeit, wo ich angefangen habe, wären die easy in die Top 20 gekommen. Aber heutzutage mit den ganzen Tutorials und 1000 Leuten, die es besser können, ja, hat sich Forts ein bisschen verändert. Aber nicht zum Schlechteren. Ansonsten, was ist der Plan? Wir sind Buster, der Plan ist Cannons, Cannons, Cannons und danach noch ein bisschen mehr an Cannons. Also im Prinzip grundsolide und einfach. So. Dann machen wir das. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir mal eine Roomtour machen. Lange, lang ist es her. Ich habe es aber nicht vergessen. Ich muss heute Abend auf jeden Fall noch die Bude einmal richtig schön putzen. Weil ich habe jetzt Urlaub, aber wie schon gestern im Stream erwähnt, vorgestern. Der Urlaub bei mir besteht eigentlich nur darin, dass ich doch arbeiten darf. Was echt räudig ist. Aber was will man machen? Irgendwer muss einen ja finanzieren und leider ist es die Arbeit. Auch wenn es einem tierisch auf den Sack geht manchmal. So, wir haben hier zwei Buzzsaws. Und mal gucken, was rumkommt. Wir werden unsere Economy erweitern. Und apropos finanzieren. Ich weiß, ganz, ganz schlechter Übergang. Aber auf Discord wurde ich angeschrieben und hat gemeint, du hast doch Mitgliedschaft. Du musst das mal den Leuten aktiv in Erinnerung rufen, dass die bei dir im Kanal Mitglied werden können. So, damit dann diese kleine Stimme aus dem Discord Ruhe gibt und aufhört zu meckern, möchte ich euch erwähnen, dass ihr auf dem Kanal Mitglied werden könnt. Würde mich freuen. Ist aber kein Muss und keine Pflicht. Oh, schön. Und die in dieselbe Kerbe. Es hält. Scheiße. So, da hätten wir das auch erwähnt. Sehr gut. Und ansonsten, ja, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Das ist das Blut, was YouTube von mir saugt, damit ich hier sein darf. Und, ah, okay. Deswegen, es wäre geil, wenn ihr mir ein bisschen Blut zurückgeben könntet, weil, ja, wäre einfach schön. Deswegen einfach mal Likes raushauen, Kommentare und wenn ihr Bock habt, Abo wäre auch sehr schön. Und warum kann ich gerade so viel Werbung machen? Ganz einfach, weil noch nichts passiert ist. So. Wir können jetzt hier die erste Cannon placen. Und wir büssen gerade nochmal mit 2 Stück rein, da sind die weg. Ja, okay. Aber immerhin, wir haben die aktive aufgeladen. Es könnte bei weitem schlechter sein. So.
Hier sind unsere Windturbinen. Ich werde nicht auf einer Haubitze spielen, einfach aus dem Grund, die Map ist so groß. Die Chance, dass das Ding durchgeht, ist so klein. Von daher lassen wir es einfach mal sein. So. Die Tür, ach die Tür. Die Cannon bekommt ein paar ganz lässige Tiny Doors. Habe ich noch nie so gebaut, aber warum denn nicht? Sieht gut aus. Bisschen Stahl vorne dran. Jetzt hier noch bei und gut ist. Damit kann man arbeiten. So, einmal, zweimal machen wir gleich frei und schussbereit. Bei ihm, das könnte tatsächlich wirklich eine Haubitze sein. Haubitze fühle ich zwar nicht, aber es gibt Fans davon. Von daher gehen wir mal einfach für ein bisschen mehr Defense und holen uns dann gleich noch eine kleine Armada von Gunnern. So. Defense ist am Start. Nächste Cannon ist im Bau. So, hätten wir das auch. Ja, dann machen wir das so und so. Und dann können wir das hier schön beiziehen. Und dann sind die Cannons doch schon mal gut eingepackt und geschützt. Ich bin sogar ein bisschen stolz auf mich. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Und es kann sich diesmal keiner in den Kommentaren beschweren, dass ich keine Tiny Doors gebaut habe. Also die sind diesmal wirklich gut geworden. Also, ich weiß, Eigenlob stinkt nicht. Aber ich sag's trotzdem, ich finde, dass das gut geworden ist. So, und jetzt hier noch ein paar Gunner mit bei. Einfach nur, falls der wirklich... Okay, es ist eine Cannon. Wenn das alles ist, kann ich damit leben. Ah, da oben. Eine 20. Oh. Ganz, ganz bescheidener Winkel. Aber die 20 hat ein riesen Tor. Das heißt, wir können damit gut arbeiten, weil das Ding ist ein Scheunentor. Noch einmal quer verstreben. Das wird gut. Passt. So, Tiny Doors sind ready. Die Cannon, ja, ist nicht ganz so geil. Aber ist dann jetzt halt so. Hier machen wir die Energietore hin. Und können dann gleich hier oben drauf weiter stacken. Weil wir brauchen höchstwahrscheinlich mehr als zwei Cannons. Aua. Oh. Er ist auch Booster. Okay. Hör auf zu jammern. Okay. Das Energieschild ist nicht so geil wie gedacht. Dann machen wir hier noch eins Versandsäcke mit hin. So. Das ist bereit, das ist bereit. Okay, wir ziehen die aktive. Einmal von oben bei. Und... Oh, wir haben Core Damage. Oh, komm, gib mir Energie. Ah, wir haben nur 42. Nein. Dreck. Komm, lass mich schon mal schießen, solange die aktive läuft. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh Gott, der verhungert. Scheiße, okay. Die Treffer waren jetzt nicht geil. Okay. Ey. Okay, wir holen uns einmal eine Repair Station. Ich habe keine Lust, dass das hier jetzt ewig so weitergeht. So, und dann hier nochmal ein Windrad hin. So, dann bauen wir hier nochmal an. Wir können das doch bestimmt ewig weit ziehen, das Ganze, oder? Wir müssen mal das da wegmachen, weil das könnte vielleicht den Windflow etwas behindern. Wow. Aua. Okay. Aktive ziehen. Ach, ich bin so doof. Wir haben gar keine Energie. Das war echt jetzt nicht smart. Nochmal rüber. Ist er Chor? Ja, schön. Und jetzt hier müssen wir hoch. Wir müssen auf jeden Fall hoch und das langt nicht. Es langt einfach vorne wie hinten nicht. Das ist so bitter. Und? Okay, wir kommen unten bei.
Hab's verstanden. So. Bisschen Metall ist eingefriemelt. Ja. Okay. Die 20 sieht eklig aus, aber ist vollkommen in Ordnung. Da ist alles gut. Wir machen einfach mal ein paar mehr Sandsäcke überall hin. Sandsäcke sind gut, die schützen nämlich. So. Jetzt warten wir ganz kurz, bis wir auch Energie haben. Die dreht sich so traurig. Und gucken dann, dass wir das gleich weiterspielen können, das Ganze. Aktive ziehen. Ein Schuss, zwei Schuss. Nice. Und du, komm. Komm. Und? Er verhungert einfach. Kacke. Das ist jetzt echt bitter. Der Treffer hier unten ist auch extrem nervig, muss ich sagen. So. Das ist da mal zu. Und wir müssen hier einfach den Winkel besser machen. Aua. Diese eine Cannon, die ist einfach so eklig. So, komm mal her. Wir müssen diese Cannon jetzt hier ein bisschen frei machen. Die nochmal ein bisschen beschützen. So. Oh, das wäre fast. Okay. Das deckt jemand Cannons. Das ist nicht geil. Okay, das ist verhungert. Das ist zu kurz gewesen. Okay. Okay, da drüben sind jetzt zwei Cannons und eine 20 am Start. Nicht geil. Muss ich ehrlich sagen. Wir verkaufen das. Aber warum habe ich hier keinen besseren Winkel, frage ich mich. Ach, deswegen. Okay, hab's verstanden. So, das ist verkauft. Genau, und schon mal. Schon kann ich hier viel, viel besser den Feind unter Beschuss nehmen. Alter, Schönheit. Aber, das können zwei. Oh, okay, einmal alles löschen. Oh, Leute. Das ist so nervig, dass diese blöden Windturbinen da rausgehen. Gefühlt spielt ja auch noch Spion. Wie alle, die gegen mich spielen. Oder Geizhals. Oder was anderes. So, aber wir dürfen uns davon jetzt halt lumpen lassen. Wir müssen gucken, dass wir mehr Waffen ins Feld kriegen. So. Einmal nach oben. Ach. Okay, wir haben Core Damage. Immerhin. Immerhin ein bisschen was. Hier nochmal rein. Okay. Das war doch ein schöner Hit. Damit können wir leben. Oder, naja, wir müssen damit leben. Ich glaube, besser wird es aktuell nicht mehr. So, hier noch was bei. Okay, da kann ich gerade nichts anbauen. Dann mache ich das halt so. Ein Portal. Okay. Er mag keine Portale. Aua. Ja. Ich brauche hier mehr Windturbinen. Die müssen besser verteidigt werden und verteilt. Ja, das Energieschild ist durch. Genauso wie mein Arm. Das ist so ätzend einfach gerade. Für euch, die ihr euch sicherlich fragt, was ich eigentlich getrieben habe. Ich komme gerade aus dem Training und ich habe erfolgreich einmal ins Leere geschlagen. Und habe da voll ins Gelenk gezimmert. Das ist nicht geil. Und der Schuss ist viel zu weit. Die Sachen sind nur mit einer Tür gesichert. Ich muss einfach nur einmal... nur einmal halbwegs vernünftig treffen. Das würde schon so viel Druck wegnehmen einfach. Komm, nochmal dran bauen. Genau. So. Weil da oben, die haben nur eine Tür. Komm. Ah, das waren immerhin, waren das die Minen. Nice. Okay. Der Economy Damage ist gemacht. Damit kann ich leben. So.
Und der Schaden, den wir gekriegt haben, der hält sich auch in Grenzen. Das war durchaus verkraftbar. Ich bin zufrieden. So. Meine 20. Ja, komm, wir holen uns auch mal ein paar 20s. Ah, ich bin so ein Affe. Jetzt habe ich das geplaced, ohne dass ich Energie dafür habe. Okay. Schmerzhaft. Definitiv. Komm, lass mich schießen, lass mich schießen, lass mich schon schießen mit der aktiven, bitte. Nein, GG! GG! Was haben wir denn getroffen? Alter, er hat einfach so viel mehr Damage rausgeknüppelt. Aber guck mal hier. Überall wirklich nur eine Tür. So dreist einfach. So, so dreist. Und wir haben trotzdem so Probleme gehabt. Ja, waren wir ein bisschen gehandicapt. Aber, cheers, mate. Good luck with your YouTube career. Thanks. Thanks a lot, my friend. So, aber, da hinten hast geblinkt. Da war die Cannon. Ja, und dann einfach getroffen. Wahrscheinlich genau. GG. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe meinen Arm kühlen. Tschüss.